Okay, here's my theory. Whoever made that noise made it intentionally. So we would hear it and find him. Find him.
Wenn ich schon einen Skip-Song mache, dann kann ich auch Hallo sagen. Geht los, ne? Egal. Das ist schon ein Countdown, ne? Willkommen. Es geht los, Moment. Wir haben möglicherweise noch ein Patch zu installieren. Großstreamer ist vorbereitet. Der Bot hat auch schon gecheckt, dass ich live bin. Uno Momento, geht gleich los. Erfolgreich beendet. Müssen wir gleich noch mal gucken wegen den Einstellungen, wegen Sound, das war halt nicht so mega laut haben.
möchte die Leute ja hören. Ich denke mal, mein Song, Zeug werde ich noch ein bisschen leiser machen. Mal gucken. Ich denke mal so. Oh, so könnte das gehen. Ich glaube, das ist immer noch ganz schön laut, aber weil der Ingame-Sound teilweise ja leise ist, ne? Kommt immer auf den Gegenüber an, wenn derjenige ein leises Mikrofon hat. Madame Mietz, hallo! Onina! Na, lange nicht gesehen. Oder gelesen. Gesehen haben wir uns ja eigentlich noch nie. So. Husch, husch, lade. Lass mal hingehen, Video muten. Aha, hallo. Hallo, hallo. Okay. 1, 2, 3, Test. Hallo. Moment, da müssen wir noch was einstellen. Wie war das gleich? Tastenbelegung. Wo war denn das gleich? Hier. Voice Settings, das Plus war das. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Fall hört man sich selber. Aber da bin ich zu leise oder was? Moment, ich stopp mal kurz den Sound hier. Das ist zum Hören. Okay. Viel zu leise. Hört ihr das? Hallo, hallo? 1, 2. 3, 4. Viel zu leise. Speichern. Gucken wir hier nochmal rein. Einstellungen. Sprachchat. Geräuschlautstärke bei Sprachchat. Das. Okay. Mikrofonlautstärke. Das. Können ihn ja ein bisschen geben, dass die anderen ein bisschen Feuer kriegen auf die Ohren. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, aber können wir mal ein bisschen lauter machen. Die anderen kriege ich leider nicht lauter, die sind schon voll Max. Audio. Wir machen das hier noch ein bisschen leiser. So. Und dann noch mal raustappen. Gucken, ob GTA richtig laut ist. So. Ist alles auf Max. Hm. Gut. Mehr können wir nicht tun. Ja, ich habe gestern hier ausgelockt, weil das hat dann doch, glaube ich, länger gebraucht. Mein Auto ist noch da. Gut. Für immer die Vogelnester sind. Ich habe die nicht im Wiki gefunden. Deswegen glaube ich, lasse ich das erstmal und sammle die nicht mehr. Ja, wenn ich irgendwann mal Zeit finde, dann gucke ich mal die 500 noch was. Songs bei Monster Cat durch, welche man da wirklich für nutzen kann, die dann nicht irgendwelcher Treppmüll ist. Die haben schon ein paar coole Songs dabei. Muss die komplette 500 Playlist. Da sind schon deutlich mehr Songs dabei, die einem nicht gefallen. Orange.
Ja, die Mother Meets ist bestimmt besser informiert, was da bei Alternet jetzt passiert. Ne? Da ist ein Testserver, was die da auf Rage-Basis haben, ne? Oder ist das schon der Live-Server von denen? Ich glaube, das ist ein Testserver. Ne? Ja, sonst hatte ich ja immer beim Rüberziehen fast reproduzierbaren Crash, wo ich noch auf Windows 7 war. Aha. Nee, dachte ich mir. Ich glaube, da stand auch Testserver bei. Schon ein bisschen Salz gestreut, wollten die nicht einen eigenen Client entwickeln, schon habe ich 3 Follower weniger. Aber das ist mir auch egal. Ich habe mir die Sub-Anzeige und die Follower-Anzeige ausgemacht. Das sind nur Zahlen. Das ist jedem seine Entscheidung. Das beeinflusst dadurch meine Meinung auch nicht. Dass ich irgendjemand mundgerecht rede, damit ich mehr Follower kriege. Nee. Letzten Endes ist es logisch, dass sie das machen, was irgendwie am schnellsten geht. Ja, okay. Ist ja verständlich. Wie gesagt, das geht ja dann vielleicht am schnellsten, weil mal ebenso programmiert man keinen Client, der GTA ja als so verändert. Also das macht man nicht mal eben, das dauert dann schon ein bisschen, ne? Bevor sie da monatelang der alten GTMP Version rumkrebeln, kann man schon verstehen, warum sie es gemacht haben. Deswegen, das war ja auch nicht vollständig ernst gemeint. Also, das meinte ich ja so ein bisschen Kappa-Chat, ich streue mal ein bisschen Salz, sie hat noch vollmundig behauptet, aber egal. Die haben wohl genug Programmierer und dann ist das doch legit, sollen sie machen. Wenn sie das noch dreimal umprogrammieren wollen. So, wo ist denn jetzt mein Auto? Auto? Er ist in der NSA-Basis, Garage Palito Bay, super. Ja, gehen wir erstmal Auto holen. Aber da warst du noch nicht drauf unterwegs auf dem Rage-Server, oder? Oder? Warst du da auch schon drauf und hast rumgetestet oder bist du noch auf dem anderen da unterwegs gewesen? War das nur für ausgewählte Leute? Okay. Weil ich muss sagen, jetzt unabhängig mal vom Projekt, also ich habe hier auf so einem Rage-basierten Servern deutlich mehr FPS. Ne? Da macht das Spielen ja auch mehr Spaß, wenn man mehr FPS hat, ne? Und wenn das nicht ständig ruckelt und leckt. Sind zwar noch ein paar. Ja. Sind zwar noch ein paar Desyncs und so, wenn dann viele Leute unterwegs sind, aber hey, wenn da 300, 400 Leute auf dem Server rumkrepeln, dann ist das normal, dass da ein paar Desyncs sind. Ne? Aber dadurch haben sie Testplattformen,
um zu checken. Deswegen, also ich habe keine 100 FPS, ich lasse meine Grafikkarte aufhören zu rechnen, wenn ich 60 erreicht habe. Weil mehr kann mein Monitor so und so nicht anzeigen und dann wäre das ein bisschen Quatsch, wenn ich mehr berechnen lasse. Ne? Ich habe das Cap auf 60 gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel FPS ich jetzt hier habe. Müsste ich noch ein extra Programm installieren. Ach, das sieht doch ganz gut aus. Relativ flüssig. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht überfahren werde, weil wenn mehr Leute auf dem Server rumrennen, dann musst du auch ein bisschen aufpassen auf die Fahrzeuge hier, ne? Ratzbatz kachelt dich eher einer um. So eine Tasche müsste man sich auch mal kaufen, wie die anderen da haben. Also im Auto habe ich eventuell ein bisschen weniger FPS, aber ich glaube, das ist kaum zu merken. Da war noch gelb, habt ihr gesehen. Okay, schließen wir erstmal auf. Ein Weiterbildungslexikon. Cool. Das ist ein Skill erfolgreich gelernt. Das bringt mir zwar in diesem Feld hier nichts. Ich glaube, ich fange hier lieber an. Ist uns so egal. Möglicherweise werde ich das Zeug ja gar nicht los. Okay. Überall schon in letzter Zeit, sammle ich in der Zeit Gurken, bis das wieder geht. Dauert denn nämlich einen Moment, bis man das wieder farmen kann. Ja. Aber da könnte man noch Gurken sammeln in der Zeit, denn hier drüben ist das Gurkenfeld. Kann aber sein, dass ich da eine Schippe brauche. Gucken wir mal. Nee. Auch keine Schippe. Weil bevor man hier rumsteht und gar nichts macht, dann kann man auch Gurken sammeln. Mal gucken,
Vielleicht finden wir ja heute noch jemanden oder mehrere Leute, die irgendwie Autoreparaturen machen. Dass man sich da dann vielleicht irgendwie mit einklinken kann. Weil Berufsziel ist das nicht, den ganzen Tag rumzurennen und zu farmen, ne? Da macht man das, was man kann. Ein Erfolg. Und je mehr Produkte man hat, umso flexibler ist man ja. Die alte Blechdose könnte aber halten. Weil wenn man mal so reinguckt im Export, naja, kommt drauf an. Ich glaube, die Mediziner müssen da nichts kräften. Aber nee, ist halt auch irgendwo eine andere Zielgruppe, ne? Hier Economic Roleplay ist halt auch eine andere Zielgruppe. Und wer weiß, vielleicht würdest du dich hier gar nicht wohlfühlen, weil die meisten Leute, die von Hardcore-RP-Servern kommen, die sind erstmal ein bisschen verschreckt. Sag ich mal so. Weil das ist halt kein Hardcore-RP-Server hier. Ist halt eher casual. Und ja, da hört man dann öfter mal so Ausdrücke wie Muskel oder... Aber hey... Das ist schon Hardcore, ne? Also selbst auf Hardcore-Servern hat man da Leute bei, die mit Muskeln um sich werfen und so. Und würde man die jedes Mal reporten, dann würde man ja alleine da spielen. Oder mit sehr wenigen Leuten das spielen, also. Ja. Deswegen, ich komme damit doch klar, auf so einen weniger Hardcore-Server zu zocken. Aber mal schauen. Heißt nur lange nicht, dass ich hier ewig bleiben werde, ne? Also ich werde mir auf jeden Fall auch immer weiterhin noch andere Projekte angucken und so. Also das ist jetzt nicht gesagt, dass Charlie hier endlos auf State 5 bleiben wird. Hat man vielleicht bei Cherry auch gedacht. Ich sag mal so, ich bleib da, wo es mir gefällt. Ne? Ja, komplex auf jeden Fall. Ihr siehst ja Bündel Kräuter und Wurm, was man da noch als Zusatzloot öfter finden kann. Ne? Also mit Bündel Kräuter kannst du Sachen herstellen, mit Wurm kannst du angeln. Also hat schon was. Die Komplexität und so. Kann man sich spezialisieren hier mit Cast und Skillsystem. Da habe ich mir schon... Hier bei Farming habe ich mir dann schon einen Skill geholt. Der Sträucherling. Schokoladenmännchen, 25% Ausbeute. Das habe ich schon gelernt, die drei Bücher habe ich gelesen. Kriegt man drei Bücher, die muss man in einem Abstand von 12 Stunden lesen. Also minimal 12 Stunden. Eins habe ich noch gemacht.
Hier, Orangenträger. Weit verringert um 5%. Aber da muss ich mir noch das. Da muss ich mir noch die Bücher holen. Die habe ich jetzt noch nicht. Aber eben, das Interessante ist auch fast alles oder ziemlich alles. Man kann fast sagen, 99% oder was, wird ja echt von Spielern hergestellt. Also die ganzen Taschen und sowas, die, womit die Leute rumrennen, das ist alles von Spielern hergestellt worden. Und zu Anfang war da natürlich auch, haben sie Schindluder mitgetrieben. Also da haben sie denn so eine Tasche für 300 bis 400 Dollar verkauft. Ne? Momentan sind sie um die 100, 200 Dollar. Und mit Klamotten genauso. Also im normalen Klamottenshop kriegst du momentan keine Klamotten gekauft. Man kann sich eine Textilfabrik selber machen und so, ne? Aber was ich so gehört habe, aber naja. Zumindest in anderen Streams habe ich gehört, dass sie da für so einen Anzug oder so was 800 Dollar haben wollen. Eieiei. Aber wenn sich das erstmal etabliert hat und genug Leute Kleidung machen und so, dann sinken auch die Preise. Genauso mit den Nahrungsmitteln und so. Irgendwann haben die Leute sich spezialisiert und haben ihren Zulieferer und können da zu dem und dem Preis anbieten. Ne? Sonst hätte ich ja schon andere Klamotten. Wären die irgendwie erreichbar? Aber ich glaube, momentan gibt es echt wenige Leute, die Textilien herstellen und die können dann halt den Preis diktieren. Weil sie halt die einzigsten sind. Und mit Waffen genauso. Da gab es Leute, die wollten Baseballschläger für 1000 Dollar verkaufen, habe ich so gehört. Kann man machen, aber wer kauft schon Baseballschläger für 1000 Dollar? Lass ich mich doch lieber zusammenschlagen und das Geld abnehmen, bevor ich hier 1000 Dollar bezahle, mir einen Baseballschläger zu kaufen. Dann zieh ich nachher meinen Baseballschläger und pack der eine Knarre aus. Nee. Da hast du doch die 1000 Dollar wieder umsonst ausgegeben. Wir werden sehen. Das wird sich alles und so noch ein bisschen normalisieren und so. Und wenn dann später die Leute zum Beispiel Autos. Autos werden ja auch komplett selber von Spielern produziert. Also wenn man jetzt hier andere Autos rumfahren sieht als die von vom Leih-Typen, vom Fahrzeugverleih, ein anderes Fahrzeug ist, als da gibt, dann weiß man schon, hat es von einem Spieler gebaut worden. Und da kostet eigentlich richtig Asche. Weil man kann ja selber hier auch ein bisschen nachgucken, ne? Transaktion, nee, das ist Export, Import hier als Option. Carbonisare Motor mit 256 PS, aktuelles Gebot 272.409, nur für den Motor. Gabster Motor 107.000. Ich will nicht wissen, was das Auto denn kostet, wenn die Motoren schon so. Gabster 6x6. Ich will nicht wissen, was die Fahrzeuge denn kosten, wenn die Motoren schon so teuer sind. Die wollen ja auch Gewinn machen, die das denn kaufen, diese Sachen. Hat es schon wieder so ein komischer Schmutztreck hier? Skip. Bündel Kräuter, hey. Ich denke, das ist ein cooles Zusatzloot. Ich weiß, was man mit einer Raupe machen kann. Ich meine, wegschmeißen kann man immer noch.
Aber wie gesagt, ich habe eigentlich auch nicht vor, denn dieses Farming ewig zu machen. Irgendwann werde ich dann auch Autoreparatur an erste Stelle stellen oder Pannenhilfe oder sowas. Erstmal gucken, alleine will ich sowas ja auch nicht machen. Und man muss ja hier irgendwo auch ein Gewerbe anmelden. Auf eine bestimmte Art, da wäre das schon cool, wenn man in ein bestehendes Gewerbe reingeht, ne? Ich wollte ja nie Boss von so einer Firma sein, deswegen muss ich das hier auch nicht sein. Angestellter reicht völlig. Weiß gar nicht, ich denke mal, mit dem Bündel Kräutern kann man irgendwelche Gewürze herstellen. Oder so. Und wenn ich es selber nicht brauche, dann kann man es ja noch verticken. Erstmal. Ich glaube, langsam müsste das Orangenfeld wieder gehen. Packen wir erstmal die Gurken wieder rein. Damit ich fresh Platz habe. Ich dachte schon, ich spinne. Die singt. Die hat Spaß bei der Arbeit. Die hat Spaß bei der Arbeit. Unreif, Orange, okay. So, die Komplexität gefällt mir schon, dass man da Haufen Sachen selber herstellen muss und so. Moin moin. Moin. Genug RP gemacht. Gurken brauche ich ja noch. Okay. Musik wieder an. Thank you.
Jo, alles klar, viel Spaß, man sieht sich. Bye bye. Oh, ein Erfolg gehabt. Orangen. Aber ich werde mal zum Kakaofeld fahren. Das habe ich gelernt, das kann ich. Ach Gott, da fällt mir gerade was ein. Einerseits haben sie ja geschrieben, hey, wir brauchen kein TeamSpeak und kein TeamSpeak-Login, aber im Nachhinein sagen sie, hey, du musst im TeamSpeak eingeloggt sein, wenn du hier spielst. Also machen wir das mal, ne? Connected. Microphone activated. So. Dann sind wir mit TeamSpeak connected.
wo ihr das Skript natürlich nur Login und Logout checkt, gibt da mir jetzt auch keine Servergruppen. Müsste ich wieder disconnecten. Aber ey, ich kann ja nichts dafür, wenn ihr das nicht ordentlich programmiert. Ich finde das doch cool, dass die Autos, die halt billig sind oder hier Leihautos sind, noch nicht so mega schnell fahren. Das ist schon cool. Dass man hier nicht mit so einem Bot hier 130, 140, 150 fahren kann. Ist ja doch eher fürs Gelände gedacht. Wenn denn überhaupt. So, nächste Ausfahrt ist meine. Was denn los? Mal gucken, wo da genau ist. Das Kakaofeld. Ja gut, so und so gucken. Ein Glück. Das war hier hinten in der Nähe vom Flughafen. Oder? Irgendwo hier hinten. Glaube ich. Lass mal gucken. Nicht? Quarzsandgrube. Jetzt nur noch K. Kakao. Kautschukfeld, Kartoffelfeld, Kalmuspflanzenfeld, Kaffeeplantage. Ach, das Kakaofeld gibt es schon gar nicht mehr, okay. Haben sie schon wieder alles leer gefarmt? Hm. Gleich zur Universität und holen uns die anderen Sachen noch, wenn wir schon mal unterwegs sind. Ja.
Greifen wir mal nach hinten. Einfach Stichfeuer, ist klar. So. Kommen wir mal zur Uni. Noch ein paar Bücher holen. Ja, schieb mich rüber. Muss ich wirklich mal machen. Manuell durchgehen, jeden einzelnen Scheiß-Song. Der ist zum Beispiel schon wieder Müll. Und ich habe keine Hand frei zum Skippen. So viel Müll dazwischen, ey. Nicht so viele Autos hier auf dem Autobahn einfach rumstehen. Hier hätte ich runter müssen. Scheiße. Verdammte Axt. So, dann fahren wir mal durch die Ampel-Odyssee. Super, eine der Ampel geschafft. Hallo, Eweser Exo. Ah, schnell. Du hast ja hier bloß 5 Sekunden grün. Jo, das ist so ein Link, wo man GTA günstiger kaufen kann. Falls du suchst, wo der Server hier ist und so, ne, das steht im Titel. State 5
www.brian-hansen.de. Da habe ich jetzt nicht extra ein Serverkommando oder sowas gemacht. Aber falls jemand überlegt, sich GTA zu kaufen, da gibt es das recht günstig. Was ist der falsche Server? Ich meine, mit GTA kann man ja auf allen Servern spielen, ne? Das ist ja jetzt unabhängig von dem Server, sozusagen. Warten wir wieder, bis es grün wird. Oh, dem einen gefällt der, dem anderen vielleicht nicht. Ich gucke mir noch an. Ist aber nicht gesagt, dass ich hier ewig bleiben werde. Ne? Okay. Ist ja auch nicht schlecht. Kann sein. Ich erinnere mich dunkel, das war aber auf Sherry, ne? Aber ich denke mal, ich kann ehrlich sein und sagen, Cherry ist cool, ja. Das Skript dahinter ist auch cool, ja. Aber es macht einfach keinen Spaß bei 20 FPS. Das ist mein großes Problem. Nach einer Stunde habe ich 20 FPS und weniger. Und das macht echt keinen Spaß. Und das kann man den Zuschauern noch nicht zumuten, weiß ich nicht. So leid es mir tut. Ne? Silber hat mehr Spielspaß, wenn es flüssiger läuft, und der Zuschauer hat wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spaß, wenn das auch nicht so ruckelig ist und so. Und ich habe leider keinen overclockten Watercooled 5 GHz mit einer 1080 Ti und wie sich was alles, wo ich denn das nicht merken würde, sozusagen, ne? Habe ich leider nicht. Also, wenn irgendwo performance-technisch was zu verbessern geht, das merke ich sofort, weil ich habe halt nicht oben am Ende bin mit meinem, mit meiner Grafikkarte. Hallo? Hallo? Fahrzeug abgeschlossen, ich will den Motor stoppen. Ja, ich weiß. Ich habe einen AMD. Bloß ganz ehrlich, auch wenn ich einen AMD habe, warum kriegen die das hier bei Rage hin? Ganz ehrlich, warum kriegen die das bei Rage hin? Ich habe hier flüssige Anzeige und der sagt 56% Auslastung. Ne? Die Frage muss man sich denn doch stellen lassen. Warum kriegt das Rage hin und GTMP zeigt mir auch 50-60% Auslastung und ich ruckel bei 20 FPS rum? Das ist doch... Und genau so sieht das auch aus auf Cherry. Alle Cores haben 3/4 Load oder was? Hälfte. Grafikkarte langweilt sich bei 56%. Das sehe ich bei bei GTMP genauso. Bloß da habe ich bloß 20 FPS und da druckelt alles fröhlich vor sich hin. Ich meine, hier macht er so wenig, weil er jetzt merkt, er hat 60 FPS, dann hört er auf zu rechnen. Wegen V-Sync und so. Und deswegen, also, da kann man jetzt nicht sagen, das liegt an AMD, das ist denn scheiße programmiert von GTMP-Seite, wenn das schon am Prozessor irgendwie hängt. Ne? Also, jetzt kriegt das hier nicht aus. Warum kriegt das Auto nicht ausgemacht?
weil das ist letzten Endes, ist hat ja Software, die arbeitet mit Nullen und Einsen und würde jetzt irgendwie am Treiber liegen oder sowas, ne? Wenn das jetzt der Grafik oder der Systemtreiber wäre, dann würde ich doch bei Rage auch einen scheiß Performance haben, aber habe ich nicht. Also muss doch irgendwelcher Nonsens oder suboptimal was reinprogrammiert worden sein bei GTMP. Was ist denn das hier? Das kriegt mein Auto nicht aus. Oder ist das wieder ein Anzeigebug, dass der Motor eigentlich aus ist? Ja, ist ein Anzeigebug. Okay. Na doch. Das sind Nullen und Einsen. Ich habe auch mit keinem anderen Spiel Probleme. Also wenn ich bis X Surviving Mars starte oder sowas, dann macht das, was meine Grafikkarte halt kann, ne? Das ist mein Problem. Ich habe einen Progress. Ich logge mich ein, habe um die 30 FPS auf Cherry und dann nach einer Stunde habe ich 20. Und noch eine halbe Stunde später pendelt da um die 15. Und das kann ich echt keinem antun. Nicht mal mir selber. Auf Dauer macht das einfach keinen Spaß. Auch wenn ich mag die Leute auf Cherry. Das geht nicht wegen den Leuten oder so, ne? Also. Ja. Vielleicht sollten sie dann bei GTMP hinterschreiben, Intel only oder so. Wir mögen Intel, bitte zockt uns nicht mit AMD. Ich weiß nicht, also. Weißt. Ich will ja. Ich denke ja in erster Linie an meinen Spielspaß, an zweiter Linie denke ich an die Zuschauer ihren Spaß, ne? Und in dritter Linie schaut man denn. Also. Hier ist zwar vielleicht das RP-Niveau nicht ganz so hoch wie auf Cherry, aber hier sind mehr Leute unterwegs erstens und zweitens, ich habe deutlich bessere Performance. Ja. Und das sind schon mal ein paar Totschlagargumente eigentlich. Und wenn es mir hier nicht gefällt, das gibt noch genug andere Server, die dann beispielsweise auf RageMP basieren und so. Sync und Kopfschmerzpest. Naja, ich meine behaupten, dass die gar kein D-Sync haben, das werde ich nicht. Ich bin ja nicht dumm, ne? Also, die haben D-Sync. Aber wenn die einen D-Sync haben, dann sind die schon deutlich über 200 Spieler, ne? Auf dem Server. Und dann kann man natürlich verstehen, warum da ein D-Sync ist. Weil irgendwo muss das ja auch berechnet werden, ne? Aber ich bin da jetzt auch nicht zum RageMP-Fanboy mutiert, aber wie gesagt, wenn's mit speziellen Befehls-Dings hier umgesetzt wurde, da das halt bei GTMP auf Intel besser läuft, ja, herzlichen Glückwunsch, dann können sie nur Intel-Leute als Kunden gewinnen. Was soll ich machen? Ich habe nun mal einen AMD-Prozessor und ich sag mal so viele One-Nom-Millionärs rennen hier nicht durch den Stream und doneten hunderte von Euros, dass ich mal eben einen neuen kaufen kann. Ne? Also muss ich damit erstmal um. Und wenn das dann bedeutet, dass ich das Projekt wechseln muss. Leider. Wie gesagt, das liegt ja nicht an den Leuten von Cherry oder so, dass ich sage, die Leute gefallen mir nicht. Also das war schon voll okay. Das war schon. Toll. Das Skript ist auch nicht schlecht von Cherry, also. Was, wenn es halt auf Intel optimiert ist? Ich habe kein Intel. Leider.
Er wird hier nochmal grün? Okay. Für mich hat prinzipiell jedes Mod erstmal eine Daseinsberechtigung und so, ne? Und bei wem das vernünftig läuft, der hat ja sicherlich dagegen gar nichts einzuwenden, ne? Aber bei mir läuft es nicht vernünftig, also. Ja, was soll ich da sagen? Aber ich komme ja eigentlich von GTMP. Also ich habe ja ursprünglich mal bei Project 5 angefangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst die haben das hingekriegt mit ihren Timern und alles, dass die Performance dann wieder nach oben ging, ne? Dass sie da einfach mal optimiert haben, wie viele Sachen werden da berechnet und so pro Frame und weiß ich was alles. Naja. Ich bin kein Programmierer, ich habe einen Hilfeschrei im Forum losgelassen. Oder als Pleb geoutet, dass ich sonst so keine Ahnung habe, also. Ich habe den schon runtergeladen. Bloß, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich was bringt. Das müsste ja denn sozusagen Tag- und Nachtunterschied sein. Ich meine, klar, solange Cherry mich noch reinlässt, kann ich gerne mal testen, ne? Also kann ja sein, dass die jetzt mad sind und sagen, ey, der zockt auf einen anderen Server, wir sperren ihn jetzt. Können sie machen. Können sie machen. Können wir auch die Streaming-Partnerschaft wegnehmen. Ja, weiß ich nicht. Manche Projekte haben sich da ein bisschen komisch, wenn man auf einem anderen Projekt zockt. Manche Projekte haben sich auch komisch mit Streaming. Fand ich auch schon ein bisschen komisch. Also zum Beispiel State 5 hatte das auch. Wo die in der Closed Alpha waren, da sollte man einen Antrag stellen, dass man streamen durfte. Ich habe einen Antrag gestellt, ich wurde abgelehnt. Brauchen sie nicht erwarten, dass ich da irgendwie aktiv teste, wenn ich das nicht streamen darf, ne? Und dann haben sie Open Alpha. Darfst du streamen, musst du bloß anmelden, dass du Streamer bist und so, also irgendwo eintragen. Und dann war das auch okay. Also manche Sachen kann ich nicht ganz nachvollziehen und da bin ich auch ehrlich. Dass das irgendwo doch suboptimal ist, wenn man den Leuten ganz normal streamen verbieten würde. Das wäre genauso, als wenn GTA, also hier Rockstar Games, sagt, ey, hier, das ist unser Spiel, ihr dürft das nicht streamen. Na, wozu soll ich mir das denn kaufen? Für 60 Euro, Originalpreis. Haben die ein Rad ab oder was? Eigentlich, weißt du, wem ein Streamer was vorschlagen kann? Niemand. Das ist dein Kanal. Du streamst, was du willst. Außer das ist irgendwie Closed Content, der noch unter irgendwelchen Vertragsbedingungen ist oder sowas. Aber ansonsten streamst du, was du auf du Bock hast eigentlich, ne? Das finde ich dann schon ein bisschen armselig, wenn sich die Projekte da draußen nehmen und sagen, hey, hier, du darfst hier nicht streamen, du musst das erst beantragen und wir müssen dich erst 27 Mal reviewen, dann darfst du ein normaler Streamer sein und müssen wir dich nochmal 120 Mal reviewen, dass du denn ein Verified-Streamer sein kannst. Ja, okay. Für einen Verified-Streamer macht das Sinn. Aber für einen ganz normal Casual-Streamer ist das mit Kanonen und Spatzen schießen, nach meiner Meinung. Aber ist meine Meinung, ne? Ja. Und du willst jetzt sagen, State 5 hat Rechte an GTA? Oder andere Server haben Rechte an GTA? Oder das Auto hier, das ist doch ein GTA-Asset. Also, können die doch keine Rechte am Bild claimen? Es geht nicht um GTA. Ja, ja, aber ich veröffentliche doch keine Skripte, versteht man. Ja, also, so musst du das mal sehen. Sonst würde doch ein Spielhersteller wie Rockstar Games schon sagen können, ey, ihr dürft das nicht streamen, wenn die das offiziell verkaufen, jeder zugänglich, also nicht irgendwie Early Access oder sowas ist, wenn das für jeden zugänglich ist, dann können die dir das doch gar nicht verbieten, das zu streamen.
geht um die Personen, aber die Personen sind letzten Endes auch GTA-Assets von Rockstar Games. Das ist nichts selber gemaltes oder sowas, ne? Ja, guter T-Shirt. Da war rot. Da war rot. Also weiß ich nicht. Ich denke mal, da sind sie vielleicht ein klein bisschen zu hochnäsig, weil wenn das der Richtige mitkriegt, das ist doch, wie gesagt, ich rede jetzt hier offen und sag meine Meinung, ne? Und meine offene Meinung ist, wenn Rockstar oder Take-Two darauf aufmerksam wird und sagt, ey, das gefällt uns nicht, dass ihr hier einen Mod baut, dann sind die ratzpatz weg vom Fenster. Weil Take-Two kann dann sagen, oder Rockstar Games kann dann sagen, ey, das ist unser Content, den ihr hier benutzt und so, ne? Und die hätten das Recht, weil die es ja programmiert haben und die ganzen Assets erstellt haben. Kürzlich von dir abgearbeitet. Wie lange war ich denn jetzt unterwegs, Mensch? Also das ist so mein Standpunkt. Ich meine, muss man auch mal von der Warte vielleicht versuchen zu verstehen. Ich veröffentliche ja keine Skripte. Eigentlich ist es Werbung für den Server und trotzdem wollen sie nicht, dass man das macht. Das ist ein großes Fragezeichen in meinem Kopf. Ich lese ja. Ja, rein theoretisch, aber wenn die mit einer Online-Plattform connecten, dann müssen sie damit rechnen, dass sie im Stream auftauchen, ne? Sage ich mal so. Kannst ja bei GTA Online zum Beispiel auch nicht verhindern, dass das jemand streamt. Oder... Rockstar könnte da theoretisch verbieten, dass jemand in GTA Online streamt, bloß überleg doch mal, wenn sie das machen würden, wie die Leute die angucken würden. Hä? Ich darf mein gekauftes Spiel nicht streamen? Was habt ihr denn? Was seid ihr denn kaputt? Was ist mit euch kaputt? Ich meine, ich claim ja nicht, dass das mein eigenes ist. Ich verstehe auch, dass es da vielleicht irgendwo copyright-rechtliche Sachen kriegt, aber wenn man selber schon auf der illegalen Schiene unterwegs ist, die rechtlich nicht so sauber ist, weil letzten Endes unterm Strich betrachtet sind alle Clients, die wir hier nutzen für GTA, es hat eigentlich eine Konkurrenz zu GTA Online und Rockstar könnte sagen, hey, das gefällt uns nicht, kauft unsere Shark Cards und sowas alles, ne? Weg. Könnten die machen. Wäre legit. Aber das ist meine Ansicht, das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich euch da disrespekte oder sowas, jeder hat da seine Meinung und ich glaube, abschließend kann das nur ein Rechtsanwalt klären, ne? Wer wo wie viel Rechte dran hat und so. Klar, es gibt Persönlichkeitsrecht hier am Bild und sowas alles. Ich weiß ja auch, dass sowas gibt. Also ich denke, rechtlich hätte man da jetzt so wenig Chancen gegen vorzugehen, weil der Projektbetreiber sowieso das machen kann, was er möchte. Also ich kann keinen verklagen, dass er mich hier in das Projekt wieder whitelisten soll oder so, ne? Rechtlich könnten sie mich dafür rausschmeißen, denn klar. Aber ich sag so, vom normalen Menschenverstand. Ihr moddet schon was, was andere programmiert haben und das wollt ihr uns jetzt, ja... Weiß ich nicht, also da ist bei mir irgendwo das Verständnis ein bisschen erreicht. Aber ich mache erstmal ein Catch-up, was ich hier alles verpasst habe. Hallo. Hallo. Kannst du mir vielleicht verraten, was ich mit Doma rauchen und sowas machen kann? Verkaufen. Verkaufen? Ja, zum Morgen. Der Rest weiß ich bis jetzt noch nichts, also Raupen, Käfer und so Zeugs habe ich noch nirgends Verwendungszweck gesehen. Würmer 100% zum Angeln, die benutze ich auch. Die sind gefragt. Ja. Was war das letzte? Würmer. Die sind gefragt, die Würmer, zum Angeln. Aha, okay. Kann man denn den Fisch, den man da angelt, auch verkaufen? Na klar. Ja,
also man muss ihn zuerst abpacken, Forellen kommen da raus im Moment. Und, die kann man verpacken. Und dann kann man sie sicher an die Lebensmittel, Restaurants und so weiter sicher. Nur müsst ihr das Gesetz beachten dabei, weil Privatpersonen dürfen ja nicht, nicht direkt beliefern. Irgendwie müsste man da wohl angestellt sein oder eigene Firma oder so. Ja, noch nicht ganz kapiert. Oder man macht ein Hinterhofgeschäft. Oder so, ja. Wenn man jemand findet, der drauf eingeht. Klar. Keine Polizei in der Nähe, hier hast du. Schwarzfisch. Ja. Keine Ahnung, ich meine, wenn man das nicht im großen Stil macht. Käfer, die Ratten auch zum Angeln nehmen? Bis jetzt hat es nicht geklappt. Jetzt gehen nur die Würmer. Also Käfer und Raupe ist momentan überflüssig. Also ich habe es am Anfang mal gesammelt, mittlerweile habe ich es weggeschmissen. Und man kriegt es ja auch dauernd. Unreife Tomaten? Mit denen kann man irgendwas machen, aber ich weiß noch nicht was. Also zumindest mit unreifen Orangen kann man denn ein Orangennetz auch machen, bloß da braucht man mehr für oder sowas. Habe ich auch schon gesehen. Eben nur noch nicht, wofür es dann im Endeffekt gebraucht wird, weiß ich nicht. Aber Tomaten und Orangen unreif auf jeden Fall auch mal beiseite legen. Diese Kräuterbinden sind auch wertvoll, oder? Ja. Ja. Macht man dann für den Fisch zum Kochen und so Zeugs. Hier auf ein grünes Werk zu kommen, braucht man auch ewig nicht. Also ich gebe mein ganzes Geld meistens für Essen aus, weil das so teuer ist. Ja. Ja, im Moment sind die Preise noch viel zu hoch bei vielen Sachen. Die Wirtschaft. Ja, ein Flasche Wasser, da sind ja 15 Dollar weg. Also, so schnell kann ich gar nicht fahren, wie mein Bauch hier Essen braucht. Naja, also mit der Zeit kommt schon, ne? Ja. Klamotten schon. Sind zum Beispiel momentan auch sehr teuer, habe ich gehört. Sachen zum Anziehen. Jetzt sind sie runtergekommen. Vorgestern hat eine Jeans noch 1500 gekostet. Jetzt kostet sie 750 noch, ne? Ja, eine Jeans 750. Immer noch viel. Es ist elend viel. Ja. Ne? Also. Aber weil halt bloß ein paar Hersteller gibt, denken sie, die können das machen. Aber in Zukunft wird es bestimmt ein paar mehr geben. Das dauert nicht lang. Konkurrenz ist schon am Start. Genau. Wird jetzt überall das Gleiche sein. Mit Benzin und allem wird genau das Gleiche passieren. Ist ja normal, nicht? Ja, wenn sich einer zu großes Stück vom Kuchen nimmt, dann kommt ein anderer und sagt, ey, da will ich auch was von abhaben. Würde jeder andere auch so machen, nicht? Solange man Monopolstellung hat, ja, klar. Bestimmt man den Preis. So aber eben, das dauert nur kurz. Und, sag jetzt eine Woche oder so, und dann hat sich das eingepegelt. Beruhigen sich auch die Preise und die Leute. Was für eine Angel, die kostet ja nicht um die 150 Dollar. Wenn du die wieder drin hast, dann musst du ja erstmal 2 Wochen angeln. Ne? Ich habe sie geschenkt gekriegt. Ich habe den Herrn auch auf dem Feld getroffen und wir haben dann angefangen, uns über Würmer und so zu unterhalten, weil ich ihn dasselbe gefragt habe, was ihr mich vorhin gefragt habt. Wozu kann man alles brauchen zum Angeln oder nicht? Und er hat es mir dann erklärt und dann habe ich gesagt, ja, jetzt brauche ich nur noch eine Angel. Er hat gesagt, ja witzig, bei mir, ich kriege keine Würmer, aber habe eine Angel. Und dann habe ich ihm die Würmer geschenkt und tags drauf habe ich ihn wieder getroffen und dann hat er mir die Angel geschenkt. Ja, nicht schlecht. Auch die, so, wenn Gemüse werden an den Restaurants verkauft, ist besser, wenn es unverpackt ist, oder? Wenn wir nicht unverpacktes Gemüse haben? Es nimmt keiner unverpacktes. Also bis jetzt weiß ich nur verpacktes, weil wegen den Hygienenbestimmungen. Mhm. Es hält sich ja auch ein bisschen besser dann, wenn es verpackt ist. Ne? Das müsst ihr mal bei den Restaurants anfragen am besten. Hab ich ja schon. Ich habe ihn getroffen direkt vom Restaurant. Er meinte, ich soll ihn liefern, aber eben alles unverpackt. Okay. Ich weiß nicht, ob das preislich da, ob sie da besser wegkommt. Das könnte zwar schon noch sein, wenn man es natürlich frisch dann gleich verarbeitet, ist es auch nicht dasselbe, ne? Ja, aber hat man keine Chance, sich irgendwie Essen zu produzieren, oder? Habe ich jetzt nicht gehört, das war ein bisschen zu leise. Ja, kurz, hat man keine Kollege Chance. Mit dem gelben Shirt, komm mal kurz mit. Ja. Ja, aber hat man keine Chance, sich Essen zu produzieren, oder? Da gar keine Tasche, habe ich gesehen. Also, wie bitte? Ich habe keine Tasche, nö.
Willst du eine haben? Was soll die kosten? Nix, schenke ich dir, Mensch. Was, echt? Ja, sicher, ihr seht aus, als ob ihr noch relativ neu hier seid. Ja, vierten Tag. Aber bisher bin ich halt noch nicht dazu gekommen, so richtig. Da müsste noch eine Tasche drin liegen. Ich guck mal. Eine Tasche. Dankeschön. Gerne. Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? Ich entsuche sich meine Nummer. Okay, Moment. Vielleicht kommt man ja irgendwann mal wieder ins Geschäft. Ja, also auf lange Sicht habe ich vor, Autos zu reparieren. Okay. Also ich möchte nicht den ganzen Tag auf dem Feld stehen, ne? Also ich habe da andere Skills sozusagen. So, darf ich nach dem Namen fragen zuerst? Ich bin der Scotty. C-O-T-T-Y. Mhm. Okay. Fox, H-A-W-X. A-A-W-X. Okay, Fox. Ja. So, die Vorwahl, glaube ich, die weiß ich schon. 1822, ne? Perfekt. Muss ich das hier in meinem Telefon mit Bindestrich eintragen? Das ist ja, das ist auch korrekt. Okay. Dann kann es losgehen. Alles klar, dann haben wir die 30. Ja. Die 56. 56, hoch. Die 69. 69. So, ich lese nochmal vor. 30, 56, 56, 69. Das ist korrekt. Okay. Speichern. Wollen Sie meine auch noch? Ja, dann schick mir einfach mal eine Nachricht. Okay. Und schreibe mal noch den Namen, ne? Das ist super. So. Genau. Alles klar, Charlie Force. Genau. Schon einfach nur Charlie reicht. Ich hab's bloß wegen der Vollständigkeit mal. Vor- und Zunahme. Alles klar. So, und ich das auch nochmal kurz ein. Wollte ich mich eigentlich mal heute. Hatte ich mir so ein bisschen Goal gesetzt, dass ich heute mal ein bisschen rumgucke, wer denn so mit Abschleppservice oder mit Reparaturen was macht, ob man sich da irgendwo vielleicht einen Fuß in die Tür kriegt oder so. Oh, das kannst du machen. Ich habe damit leider gar nichts zu tun. Ich fahre nur ab und zu Tankstellen mit Sprit. Hm. Ja, nee, so. Da könnte ich mal fragen, ob die irgendwen wüssten, aber... Ja, immer gern. Also, falls da irgendwelche Informationen hast, immer an mich weiterleiten gerne. Weil das kann ich eigentlich besser so am Auto was reparieren, als hier im Feld rumbuddeln, ne? Ja. Jeder hat so seine Skills. Ja, ganz genau. Ich möchte irgendwann ins Immobiliengeschäft, aber das ist noch ein langer Weg dahin. Oh, da braucht man Kapital, ja. Wollen wir zu den anderen zurück? Oh, gerne. Und nochmal tausend Dank für die Tasche, wirklich. Ja, gerne, gerne. Diese Vogelnester, die brauchen wir auch nicht sammeln, ne? Ich bin viel alleine unterwegs, ne? Nee. Die Cat ist ein Allrounder. Yeah, ich habe eine Tasche geschenkt gekriegt. Ist das wow. Nicht total netter Mitbürger? Tja, ja. Das ist bestimmt, weil du dieselbe Frisur hast. Dieselben Friseur. Ja, das gab Mengenrabatt, wenn ich die nehme, hat er gesagt. Das ist schon viel praktischer mit einer Tasche. Bist du berührt? Ich habe meine gestern auch geschenkt bekommen. Ja, doch schön. Hm. Oder weiß von euch anderen jemand vielleicht eine Möglichkeit? Also ich bin da so ein bisschen Autoschrauber eigentlich. Wollte jetzt auch nicht mein ganzes Leben auf dem Feld verbringen. Wenn da jemand irgendwie Kontakt hat. Guckst du regelmäßig im Tablet auf Dashboard? Bei der Werbung? Hm? Bei der Werbung habe ich auch schon mal reingeguckt. Dashboard. Der Sport. Da hat es jetzt laufend ganz oben.
hat es laufend Leute, die gesucht werden, die verkaufen, die kaufen. War wirklich, weil jetzt sind wieder neue dazugekommen. Täglich neue Inserate rein da. So wüsste ich jetzt auch gerade nicht. Aber also zumindest, weiß, ja, da kann man es mal versuchen, wenn da einer Reparatur oder sowas oder Abschleppen anbietet, ne, dann frage ich da mal. Ich weiß nur, dass die Tankstelle, die da vorne ist, die große, die vis-à-vis von uns, die suchen Fahrer für Öl. Okay. Das sind Bekannte von mir, die kenne ich. Also den einen. Die hier oben? Ja. Das ist einer mit dabei, den ich kenne. Und statt unten die zweite Tanke, das ist eine andere Gruppe, die ich kenne. Ja, 6 Tage hier, aber ich kenne schon die Arbeitsel. Also da gibt es im Dashboard auch eine Firma, da steht da, kaufen Früchte direkt vom Feld, ohne Verarbeitung. Benzin sparen direkt an den Feldern. Also dann muss man wahrscheinlich zum Kochen dann die unverpackt sich anliefern am besten. Ja. Du bist oder da musst du mal durchrufen, ne? Bei denen. Ja. Die, dass sie herkommen und das abholen. Ja, oder man kriegt die Benzinkosten ersetzt, man weiß es nicht. Muss man halt dann vereinbaren mit denen als Anbummern. Nachdem wie viele die schon haben, die liefern, ist der noch besser verhandeln oder weniger gut. Wir machen jetzt hier eigentlich eine Tasche mit Gold und Gold. Ich nicht. Wer macht was? Ist nicht verstanden. Meine Tasche, nein, macht meine Tasche mit Gurken voll. Ich nicht. Ich muss meine eigene füllen. Amen. Da habe ich schon nicht groß Lust drauf. Naja, was muss, ne? Irgendwie müssen wir zur Kohle kommen. Wir können ja warten, bis die nächste Hartz-5-Auszahlung kommt. Hast du eine Wohnung? Ja. Wir haben schon? Leider. Ich schlafe in meinem Auto. Bude? Kann mir das nicht leisten. Das, was ich mache, ist jetzt gleich meine Wohnung. Also gestern bin ich meine Wohnung los gewesen, weil ich nicht genug Geld auf dem Konto hatte, die zu bezahlen. Ja, ich musste mir aber gleich eine neue mieten, hier oben in Paleto. So. So, Obdach. Das ist doch nicht, ohne Wohnung kriegt man keinen Hartz-5, oder? Naja, wenn man es beantragt hat, dann geht es wohl. Die kriegen das ja nicht mit, wenn man zwischendurch seine Wohnung verliert. Aber man fühlt sich ja auch ein bisschen scheiße, wenn man obdachlos ist. Ne? Also so ständig im Auto übernachten. Ja, ich mich auch. Wenn ich meine Wohnung jetzt kündige, kriege ich trotzdem weiter Hartz-5. Sollte eigentlich, ja. Ansonsten einfach wieder aufs Bürgeramt und beantragen. Also, das ist sicher kein Problem. Ich habe mir noch nie eine Wohnung genommen hier. Ich habe von Anfang an in meinem Auto geschlafen. Ich habe am Anfang eine genommen, da wegen diesem Einreiseprozedere da. Das habe ich auch ohne geschafft. Okay. Muss nur hartnäckig die ein bisschen palabern und dann geht das. Ja, nee, aber das geht auf den Rücken die ganze Zeit, wenn wir im Auto schlafen. Ich schlafe viel auch am Strand oder irgendwo. Es gibt viele Plätzchen. Immer zum Duschen zu Hause, ansonsten steht die Bude leer. Ja, das ist oft so. Deswegen sage ich ja, warum 60 Dollar zahlen, ne? Man nie da ist. Ja, auf jeden Art stimmt das schon, ne? Gut. Okay. Ja, wollen wir unser Gespräch auf das nächste Feld verlagern, oder wie, oder was? Also mindestens zur nächsten Gurke, wenn ich... Zur nächsten Gurke. Gurkenhügel. Nächsten Gurkenhügel. Ey, das ist meine. Weg da. Gurkenstreit. Stehen zwei Leute an einer Gurke und ziehen dran. Meine. Ja, nüscht. Toll. Ich hatte diesmal keinen Erfolg. Ich auch nicht. Ich habe keine gefunden in dem Drecksloch hier. Die wurde mir bestimmt leider vor der Nase weggeschnappt. Ja, zwei. Ja, jetzt Kälte. Und Kräuter auch noch.
Die haben das freigeschaufelt und sie sammelt alles raus, ne? Ich darf es dir, ich darf es ja, dir. Ja, schon gut. Ich nehme das nächste, na warte. Aber mal schauen, ich werde mal zwischen den Werbeangeboten da mal versuchen anzurufen, so ein Bandservice. Da findet sich immer irgendwas. Vielleicht brauchen die ja noch Leute. Ich hab's nur eine und die hab ich. Du hast hier zwei Stück übersehen, die kann ich mir. Sag ich doch, zwei Stück. Ich war fair und habe euch was übergelassen. Ich glaube, das waren 6er-Bündel. Ich habe von denen nur noch mal 4 abgemacht. Aber in der Not frisst der Teufel fliegen, ne? Wenn man bei den Bäumen noch nicht pflücken kann, dann geht man halt hier rüber. Ich habe hier ein Geschenk für dich gefunden, eine alte Blechdose. Ich habe eine geheimnisvolle Blechdose. Ja, ich auch. Ja, die habe ich auch schon. Oh, ein Würmchen schon wieder. Cool. Kann ich wieder angeln gehen? Du kaufst mir ja gleich hier alles ab, ne? Was ich hier sammle. Stier! Mit dem zweiten Xanfer. Ja, klar. Ich leg nur gerade, ob ich wegen dem Verpacken. Weißt du, wenn wir das alles verpacken und ich will nachher kochen und muss erst alles wieder auspacken. Oh, ein Salatkopf. Und eine Raupe. Ja. Ich lagere das nur einfach ein. Im Moment nicht. Ach, schade ums Material, nämlich. Vielleicht die schon verpackt habe, im Export verkaufen. Mal ein bisschen Kohle rein. Oh, kannst du machen. Ich habe letztens ein Mist gemacht. Das Problem ist, der nimmt nie alles, ne? Da musst du immer auf Glück hoffen, dass er. Genau. Nimmt er die Trauben nicht, dann nimmt er keine Tomaten. Ich bin letztens mit Holzbretter an der ganzen Ladung hingefahren und der wollte die gar nicht kaufen. Super, dachte ich mir. Ja. Eben, muss man immer abchecken, ne? Was da gerade im Angebot ist. Ja, bevor ich losgefahren bin, wollte der ja Holzbretter. So. Ja, und dann komme ich da mit Holzbrettern an. Ja, scheiße, ey. Das ist ärgerlich. Man hat sicher schnell den Arbeiter ausgetauscht in der Zwischenzeit. Nee, heute kein Holz, ne. Nee, hab ich dann eingelagert. Ich habe ja jetzt auch schon 2 Mietfahrzeuge. Ja. Dann habe ich auch erst rausgefunden, dass die Holzbretter größtenteils auch in irgendwelchen Produktionen eingesetzt werden und so. Satz mit X hätte ich mir sparen können. Wollen wir nochmal Orangen sammeln oder wie oder was? Ob da schon wieder welche dran sind? Oh, müsste schon. Ja. Im Back bin ich hoch. Mir halt bloß so vor, da läuft hier ein Auto. Das, ich glaube, das ist meins. Oft so, ich höre das auch oft. Ich glaube nur in unseren Ohren. So. Das ist ein psychologisches Brummen sozusagen, nur in deinem Kopf. Mhm. Ja. Ich war gestern ganz schlimm. Brust dabei. Der Brust dabei. Er wird mich wieder verhaften. Ja. Hast du dich nochmal mit ihm getroffen? Gestern Abend. Ah, und? Ah, das war zuerst ein Herr. Ich war schon sauer und er zuletzt auch. Weil das Telefon nicht richtig funktioniert hat. Er hat mir gesagt, er hat noch eine Besprechung mit Team und Boss und so, ne? Geschäftlich halt. Und er wird sich dann melden. Und, da habe ich gesagt, ja, welche Uhrzeit? Ja, meint er so 8 rum oder so, sollte eigentlich klappen. Und dann wollten wir zusammen ins Tiki Lala. War ein Event vom neuen Kleiderladen.
weil er da ja auch mit geholfen hat und ich ja auch, waren wir eingeladen. Und da kam natürlich kein Telefon, ne? Haben vorhin schon die ganze Zeit gedroht und haben gesagt, wenn du mich wieder versetzt, war's das, dann tauche ich unter, dann findest du mich nicht mehr, ne? Scheinbar ein bisschen Angst gekriegt. Und der hat die ganze Zeit versucht, mich anzurufen. Er sagen wollte, er ist aus dem Dienst, er wäre da. Mhm. Hier kam nichts an. Ich habe ihm die ganze Zeit SMS geschrieben, wo bleibst du? Bei ihm kam nichts an. War ich stinkig und er auch. Haben wir uns noch gekabbelt kurz, bis wir dann gemerkt haben, okay, es lag gar nicht an uns. Und dann uns am Strand unten getroffen und sind da auf diese Yacht rüber geschwommen und uns die angeguckt. Das ist ein Höllenteil, ey. Ja. Da hat zwei große Schlafzimmer oder drei große Schlafzimmer drin. Riesenbad mit einem Whirlpool und also Hammerteil. Und nicht schlecht, nicht schlecht. Irgendwo in den Millionen drin, ne? Liegen wir da preislich. Ich will gar nicht wissen, was die Autos kosten, wenn der Motor da schon 130.000 kostet. Mhm. Oh, das werden teuer, ja. Und die müssen alle jetzt erstmal Autos produzieren, ne? Mhm. Ich meine, sieht man ja in den Auktionen, ne? 130.000 teilweise für einen Motor. Holy shit. Ja. Wird lustig. Die wollen dann bestimmt 200.000, 300.000 fürs Auto haben, wenn der Motor schon so teuer ist. Und da hinten war ich noch nicht, oder? Doch. Och, da war es schon. Ich schon. Okay. Ich war da schon. Hier waren wir auch erst kurz. Dann gehen wir das Feld nebenan. Da gleich nebendran noch eins. Jo. Ich muss was trinken. Ich sollte auch mal was essen. Ah. Ja. Wo hab ich denn jetzt hier parkt? Verdammt. Auto? Bist du? Auto. Verdammt. Ja, ja, ich höre das gerne, ja. Blöde, wenn die Autos alle gleich haben. Hallo Tanja. Siehst du, da kannst du wieder deine 5 Schrauben verlieren. Habe ich extra wieder aktiviert. Aufschließen. Koffer da. Wiegt ja alles. Ich bin eigentlich wegen Nahrung hergekommen, ne? Ich würde ja gerne Musik anmachen, los, dann versteht man die anderen Leute nicht mehr. Ach, machen wir einfach mal. Habe ich das geholt und heute, wenn er aus dem Dienst kommt oder wie auch immer, hat er kein Auto. Dann kann er auch ein Taxi nehmen. Ja. Mich anrufen, oder du soll fährst ihn. Nee. Dann sage ich, du hast sicher irgendeine andere Frau, die dich fährt. Schönen Abend. Ich muss den ärgern, ich kann nicht anders. Wartet's geradezu heraus.
Coin in Erfolg. Ich hatte Angst vor mir. Schau mal auf der Seite. Da ganz vorne. Gestern wollte ich hier rein, da war alles rappelvoll. Und ein Auto am anderen. Okay. Gehen wir noch mal Gurken sammeln? Klar, gehen wir noch mal Gurken sammeln. Stolpert er hier bei so einem kleinen Ding. Kein Erfolg. Das Problem ist ja, du musst dich halt immer durchwechseln und die Schlüssel halt natürlich alle weitergeben, weil du lagerst immer in dein eigenes ein, ne? Wahrscheinlich relativ schnell voll, weil wenn da mal 10 Leute übers Feld rennen, mit, selbst mit 260 Kilo, das dauert nicht lange. Das ist ja ein Gang und das bist du ja schon fertig beim Aufbau, da bist du nach 10 Minuten das Auto. Okay. Müsste man auch das Schlagen abschalten können, ne?
Kräuter. Kräuter sind immer gut. Kräuter sind immer gut. Das ist ein nettes Special. $100 oder was? Ja, ich bin, hab mir auch gestern gesagt, wenn du der hat vergessen, seine Haare anzulegen. Freunden Erfolg. Die Orangen, die sind bestimmt immer noch nicht erntbar. Wie gesagt, der Plan ist es nicht, den ganzen Tag auf dem Feld zu stehen und irgendwas zu sammeln. Herumfahren und reparieren, dafür muss man aber erstmal eine Werkstatt finden. Mensch, sind das nicht nette Leute? Die Tasche habe ich geschenkt gekriegt.
Meine Meta-Informationen sagen, dass man eigentlich mindestens $75 dafür bezahlt irgendwo. Aber ich krieg die geschenkt, cool. Gibt doch noch nette Menschen. Muss ganz ehrlich, das war doch schon ein bisschen störend, wenn man im Hintergrund schreiende Kinder hört und so was. Ne, das ist, naja. Sollte er sich vielleicht eher um seine Kinder kümmern. Der eine da. Das ist jetzt nicht der, der mir die Tasche gegeben hat. Ich glaube, das war ein anderer. Aber. Ja. Oh, danke. Tokyo Machine. Klingt gar nicht so verkehrt. Und Tanja, wenn du noch da bist, wie war dein Tag? Montage sind ja meistens immer ein bisschen schlimmer als andere Tage. Oder hast du einen Jut rumgekriegt? Den Montag. Ich bin noch bis Mittwoch krank. War ja im Krankenhaus. Wer auf Twitter gelesen hat, der weiß das. Noch 2 Tage ein bisschen schonen und dann geht's wieder auf zur Arbeit. Naja, ist doch mal schön. Wenn sie zu Besuch kommt, dann wohnt sie wahrscheinlich außerhalb. Impliziere ich jetzt mal aus dieser. Und wenn man sich nicht jeden Monat, wie sich eh mal sieht, ist das doch mal ganz schön, wenn die Familie zu Besuch kommt, ne? Oder war stressig. Bei mir persönlich ist das dann immer nicht zu viel Familienfeiern oder so, aber naja gut. Da unterscheide ich mich vielleicht von den Leuten. Und wenn das dein Kind ist, dann ist das noch was anderes. Ja, dann ist schön. Ich hab dann Käffchen zusammen geschlürft und bestimmt noch ein bisschen geschnackt, ne? Als so passiert ist.
Meistens ist Montag ja der schlimmste Tag. Der Woche. Mein schlimmster Tag letzter Woche war Mittwoch, da wo ich halt im Krankenhaus eingewiesen wurde. Aber in weiser Voraussicht habe ich mir schon meinen Laptop mitgenommen. War jetzt nicht so akut, dass ich da irgendwo rumliege. Ich habe zwar auch rumgelegen, aber bloß einen Tag und dann wurde ich in einer Station versetzt oder verlegt und dann konnte ich da auch meinen Laptop auspacken. Gott sei Dank. Kein Erfolg. Deine Tochter ist 16. Und dann wohnt sie nicht mehr? Zu Haus? Oder? Naja gut, ich will gar nicht zu sehr nachfragen. Ich respektiere das natürlich. Kann ja auch sein, dass sie denn bei ihrem Papa lebt oder sowas. Oder basic. Weil eigentlich zieht man mit 16 noch nicht aus, ne? Eigentlich. Aber wie gesagt, ich will da gar nicht zu tief nachbohren. Das ist ja deine Privatsphäre, ne? Ist bestimmt ein schwieriges Alter. Okay. In der Pubertät ist ja Sturm- und Drangzeit, ne? Und da sind ja die meisten Teenager nicht wirklich pflegeleicht. Nehme ich ja persönlich auch nicht aus. Kannst du auch unendlich drin laufen oder joggen, sage ich mal, und dann kannst du noch sprinten, wenn du zurückfällst. Das Einfluss auf die Kalorienverbrauch oder so? Ne, nicht wirklich. Nicht, dass ich wüsste. Du tust dir bloß weh, wenn du zu lange sprintest. Denn dann pfeift die Lunge irgendwann und dann... Lieber am besten einfach joggen, so, dann passiert nichts. Genau. Mach ich auch immer. Ich bin Raucher, das ist so einfach mit dem Joggen. Naja, ich höre gerade auf mit dem Rauchen. Ja gut, aber wie gesagt, ich möchte da gar nicht zu tief nachbohren. Das ist ja. Heute gehe ich aber noch ein paar Ärzte verkauft, ich auch gerade, aber heute war ein guter Tag, weil ich 5000 ungefähr. Das ist dann bestimmt nicht so witzig. Und manchmal sind die Ämter einfach dumm, ne? Weil sie halt irgendwo nach Papierlage entscheiden irgendwo und dann Familien auseinanderreißen. Ne? Hat man ja auch schon genug Meldungen gehört, wo irgendein Schreibtischtäter Sachen beschlossen hat, die völlig fernab der Realität sind. Naja. Aber solange ihr euch gegenseitig freut, euch zu sehen, ist doch alles gut, sage ich mal.
Solange das nicht irgendwie zu so einem Pflichtbesuch oder so ausartet, ist doch doch alles gut. Wenn man sich noch versteht und so und... Keine Ahnung. Schon wieder so ein komischer Song hier aus, weiter. Ja. Drück bloß nicht zweimal hintereinander, ey. Ja, natürlich, also welche Mutter würde das nicht genießen? Ne? Ich glaube, das ist ein ganz kleiner verschwindender Prozentsatz von Müttern, die ihre Familie nicht mögen. Ne? Und ich denke gerade bei Frauen, also bei Müttern, ist das irgendwie noch ein bisschen was anderes, weißt du? Die sind vielleicht sogar schon ein bisschen genetisch darauf programmiert, dass sie ihren Nachwuchs mögen und so, weil sie. Naja, weiß ich nicht. Wie gesagt, manche Leute, ganz, ganz selten sind ja dann Leute, die ja, empfinden so ein Kind als Belastung und so, aber wenn man das so betrachtet, von der Mutter aus Sicht, kann ich das voll nachvollziehen. Weil letzten Endes, was bleibt? Meistens ist es ja Familie, was erstmal wichtig ist und danach kommen dann irgendwann Freunde und dann irgendwann ganz, ganz hinten kommt die Arbeit und alle anderen Sachen, ne? Meistens fängt es ja mit Familie erstmal an. Die Prioritätenliste. Daher kommt ja auch der Spruch hier, Blut ist dicker als Wasser oder so, ne? Vier Kinder hast, da warst du aber fleißig. Brichst ja denn doch etwas aus dem Standardschema aus. Wie gesagt, das muss nicht alles schlecht sein. Will ich damit nicht gesagt haben. War bestimmt nicht leicht. Das auf jeden Fall nicht. Kostet bestimmt auch Nerven. Ein Wurm. Nerven und Geduld, genau. Ich glaube nicht, dass ich da so viel Nerven hätte, also. Aber wie gesagt, ich denke bei Frauen und gerade bei Müttern ist das doch noch ein bisschen was anderes.
Deswegen gehen die meisten Frauen ja auch so ab, wenn sie ein Baby oder sowas sehen, ne? Da werden ja Endorphine ausgeschüttet. Oh, ist das süß und so. Es rächt sich, da hatte ich heute Morgen kurz nach 7 aufgestanden. Ich habe schon zum zweiten Mal die Gegend gerade und versucht, das nicht so laut zu machen, dass man das hört. Aber das ist auch, weil ich gerade aufhöre wirklich mit Rauchen und dann immer, wenn man ihn rauchen wollen würde, muss man sich halt zusammenreißen und sagen, nein, 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 nein. Ich habe mir auch schon überlegt, mir so eine Lampe zu kaufen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich habe mal zusammengerechnet, das würde 70 Euro kosten jetzt mit einem Ersatzakku und Ladegerät und ein paar Liquids und so, so eine Lampe zu kaufen. 70 Euro ist mir ganz schön teuer. Nein, hoch ich lieber nicht, hab den psychologischen. '94, '99, 2001, 2006. Holy shit. Da hast du ja echt zu tun gehabt. Weil gerade wenn dann viele kleine auf einen Haufen sind, ne, dann musst du ja echt aufpassen wie Lux. Du hast eine für 30 Euro. Ja, ja, meine kam als Set auch 30 Euro, aber die Liquids, die kamen dann nochmal 10 oder so und das Ladegerät mit den Akkus zusammen kam dann auch nochmal irgendwie. Ich glaube 20 oder so, weil diese Dampfe, die wird ja dann ohne Akku verkauft. Da muss man gucken nach Akkus und so und idealerweise gleich mit Ladegerät und so. Da habe ich mal zusammengeklickert hier im Amazon-Shop. Und da habe ich dann 69,90 gehabt. Dann habe ich noch dreimal überlegt und habe gesagt, X aus. Nee. Wird eine harte Zeit, aber hey, wenn man genug Ablenkung hat, dann geht das eigentlich. Oh, Shooter, da ist er. Da sieht er. Guter, tut guter. Bin ich da jetzt vorbei dran gerannt, oder? Ja, bin ich. Danke fürs Loot. Müsst ja gleich kommen, da ist es. Alte Blechdose, nee. Da sind Haufen Gurken hier, ey. 100 mich eigentlich, dass das Feld Gurken noch gar nicht leer ist. Weil Sachen können ja leer werden hier. Was, im Shop kann ich auch testen? Sicher? Die packen doch da keine Dampfer aus und lassen mich da rauchen. Ich glaube, so einen Service kann ich hier nicht erwarten. Also ich wohne auch nicht in einer Großstadt. Also in meiner Stadt, wo ich hier wohne zum Beispiel, die hat nicht mal 20.000 Einwohner. Und da gibt es sicherlich so einen Tabakshop, aber ich glaube nicht, dass die mir da eine Dampfe geben zum Ausprobieren. Weiß ich nicht, ich meine klar, in den größeren Shops, da kann ich mir halt vorstellen, dass sie vielleicht sogar so ein Demo-Gerät haben von der Marke und so. Naja, es gibt Dampfshops, aber nicht bei uns.
Ich kann mal ein bisschen mehr konkretisieren. Ich wohne da, wo andere Leute Urlaub machen, sozusagen. Und ja, und dennoch in einer kleinen Stadt. Da gibt es ja, so Zeitungskiosk oder so ein Zeitungsladen, der auch Tabak und so eine Sachen verkauft. Aber ich glaube nicht, dass der mir eine Dampfe gibt zum Testen. Also wie gesagt, die größeren Shops kann ich mir das echt vorstellen. Nur diese Dampfshops, wie du sagst. Aber das findet man, glaube ich, auch erst in größeren Städten. Und weiß ich nicht, so überlegt, wenn man jetzt mit so einer Dampfe rummacht, ist die Hürde ja auch nicht ganz so krass, wieder mit Rauchen anzufangen, weil man ja die ganze Zeit doch schon was dampft und so, ne? Also. Da hätte ich dann Angst, dass ich vielleicht sogar rückfällig werde mit dem Rauchen. Oder vielleicht sogar die Dampfe ähnliche gesundheitliche Effekte auf mich auswirkt wie die Zigaretten jetzt gerade. Deswegen ich aufgehört habe. Ich bin ja nicht umsonst im Krankenhaus gewesen. Also gehört es auch zu rauchen, weil das einfach gesundheitlich Auswirkungen hat und ja, die so nicht mehr tragbar sind. Deswegen höre ich ja auf zu rauchen. Mache ich ja nicht, weil mir halt Geld fehlt oder mir die Kippen nicht mehr schmecken oder so, weil es halt gesundheitliche Auswirkungen sind, die mir auch Angst machen und deswegen weiß ich nicht. Ja, deswegen, ich habe da auch zu wenig Erfahrung, da mitzureden jetzt. Ich weiß zwar, dass es so eine Dampfen gibt und ich habe schon ein paar Leute damit rauchen sehen und so, aber viel mehr weiß ich darüber auch nicht, ne? Dass es nikotinfreie Sorten von Liquid gibt, weiß ich auch. Plus mehr, ja, mehr Infos darüber habe ich auch nicht. Deswegen habe ich ja gestern auch mal im Chat bei den Bekannten gefragt, er soll mir mal einen Tipp geben und so, und dann gucke ich mir das mal in Ruhe an. Schon wieder so ein Trap-Dreck. Mood-Step. Was auch immer. Ja, doch, ich denke schon, ein bisschen gesünder ist es, weil du hast halt nicht diese ganzen Stoffe, die im Tabak drin sind, ne? Du hast zwar auch ein paar Stoffe. Die vielleicht nicht so gut sind, aber in der Zigarette hast du ja einen Haufen mehr Stoffe drin, die schädlich für dich sind. Dann kommt es natürlich noch drauf an, was mit dem Liquid ist, ne? Wie das hergestellt ist, ob da irgendwelche komischen Sachen noch drin sind, die dann beim Verbrennen vielleicht sogar auch noch krebserzeugend sind und sowas alles. Ich sollte was essen. Schnell zurück. Ja, deswegen kein Plan und habe ich erstmal beschlossen, 70 Euro gebe ich dafür nicht aus. Für dieses Set mit Liquids und Ladegerät und Akku, zwei Akkus waren da auch mit beiden. Das will ich nicht ausgeben. Auf die Gefahr hin, dass ich dann durch dieses ähnliche Gefühl sozusagen vielleicht sogar wieder rückfällig werde. Wenn mir das dann vielleicht nicht reicht und dann. Keine Ahnung.
Schinken. Essen. Nochmal essen. Nur 300. Also ich habe hier, ich kann ja mal kurz vorlesen, ich habe hier so eine Box mit Tabak, da steht einmal ganz groß drauf, Rauchen ist tödlich. Und dann ist hier noch so ein Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind. So, und dann noch irgendwelche Kinder. Rauchen kann ja ungeborenes Kind töten und sowas und diese ganzen Fotos, ne? Und wenn in normalen Tabak halt 70 Stoffe drin sind, die nachweislich... ich drücke X, hallo? Ich drücke I, hallo? Ach, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, wir kriegen bald einen Server-Restart. Oder? Oh, sieht so aus. Hallo, ich will aus dem Mix-Menü wieder raus. Ach, ich Idiot, ich war im Chat. Ich kann ja mal Enter drücken, da. Ich habe hier mal X in Chat geschrieben. Prost, Streamer. Oh Mann. Ja, trotzdem ist da ein Delay. Ich habe jetzt schon wieder X gedrückt. Hallo. Ich drücke nix. Da ist er. Koffer umschließen. Klick, ist er zu. Nochmal X drücken. Auto abschließen. Ich glaube, wir haben bald... ein Server wie stark, weil wenn das immer weniger wird hier, Inventar dauert ähnlich lange. Moment, wir schließen noch mal auf. Pro Streamer, ne? Schreibt in Chat X. Ja und? Was hat das mit 20 Uhr zu tun? Meinst du, das liegt an der Spielerzahl? Ah! Seht ihr das da oben links? Server wie statt in 5 Minuten. Hat er gesagt, ne? Hat er gesagt. Eine Gurke einlagern. Den werden wir den Koffer da umzumachen. Und zur Sicherheit fahren wir schon mal in Richtung Garage. Weil ich habe da keinen Bock drauf, wieder hinrennen zu müssen. Andererseits kommt mir das auch etwas entgegen, dann kann ich auch ein kleines Päuschen mal machen, wenn die einen Server wie stark machen wollen. Dann hole ich mir mal was zu trinken. Kommt mir schon ein bisschen entgegen. Wird es auch keine 10-15 Minuten dauern, ne? Also ich denke so eher in Richtung 5 Minuten. Holy shit! Holy shit! Habt ihr das gerade gesehen?
Naja. Seht da. Gehen wir hier noch um die Ecke. Kann man aber auch schon gleich wieder meckern. In 5 Minuten, wenn man das erst jetzt mitkriegt. Ne? Also eine Zeit wäre schon cool. Boah. Ein Glück, das musstet ihr gerade nicht hören. Ich habe noch rechtzeitig die Mute-Taste gefunden. Ich musste niesen. Das möchte man den Zuschauern ja auch nicht antun, wenn man da voll ins Mikrofon blafft. Da fallen euch bestimmt die Ohren ab. Gut, wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Wer gehen will, geht. Winke, winke, tschüss. Wer bleiben will, bleibt. Ich bin in maximal 5 Minuten wieder da. Ne? Bis denn. Machen wir hier F1. Quit. Und schalten. Ja, ja. Dann schalten wir mal auf Pause. Bis gleich.
Zug, ja da. Ein bisschen leiser machen. Ach nee. Erstmal connecten wir. Moment. Erstmal leiser machen. Weil ich glaube, der hat mich zu ingame zugewiesen. Ja, hat er. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich weiß auch schon, wie wir das hinkriegen. Müll weiter. Das klingt nicht wie Trap. Das können wir mal laufen lassen. Müssen wir hier mit den Dirty Tricks die Skriptfehler erstmal umgehen. Gleich wie man das macht, wenn man das falsch rum hat, weil jetzt momentan bin ich noch nicht in Game und habe in Teamspeak der Tag in Game. Server group revoked. Wir connecten. Kicken Teamspeak. Disconnected. Und müssen noch mal runter vom Server. Schmutzige Tricks, um das Skript auszutricksen. Das klingt trotzdem nach Trap irgendwie. Dreck. Ist da nur Müll in der Liste, ey. Ach nee, ey. Das startet wieder noch den Teamspeak. T-E-A-M. Haben wir. Favoriten, Connect. Error. Ernsthaft. Versuche Server ts3statev.de zu verbinden. Verbindung zum Server fehlgeschlagen. Ernsthaft. Error. Ernsthaft, Leute. Tschüss. Dann habe ich halt kein Teamspeak an, wenn ihr einen Teamspeak nicht laufen kriegt. Kann ich auch nichts für. Müsst ihr eure Skripte vernünftig schreiben? Ich hab's ja als Videobeweis jetzt hier, Leute. Euer Server ist nicht erreichbar. Charlie nix schuld.
Charlie hat's versucht. Gegen Leute einfach zu blöd, sich wieder anzuziehen. Scheint fast so, ne? Immerhin zur Kakaoplantage. Zufällig hat Charlie nämlich auch gelernt. Lasst eure Motorräder überall stehen. Hallo?
Einfach mal den nächsten Song machen. Ja, brauche ich ein Messer für. Stimmt ja. Da brauche ich ein Messer für. Einmal Messer. Moin Moin. Moin. Alles gut? Joa. Muss ja. Da kommen noch Kaffeebohnen mit raus, krass. Wusste ich gar nicht. Ja, super. Kopfschmerzen. Rage hat Kopfschmerzen. Haben sich wieder was eingebaut, super.
Könntest du ja noch mal probieren. Connected. Ja. Wo mache ich jetzt einen Ingame-Tag? Ach, Leute. Leute. Server Group revoked. Disconnected. Dann müssen wir das nochmal machen, das Ganze. Tut mir leid. Die verlangen, dass ich auf dem Teamspeak bin. Aber wenn sie die falsche Gruppe immer zuweisen, ist das halt ein bisschen suboptimal. Connected. Ich hatte die doch eben revoked bekommen. Was ist denn das für ein Müll? Was baut ihr denn da für ein Müll? Microphone muted. Ich interessiert mich jetzt nicht, was ihr hier für Gruppen setzt, ey. Nee. Beim besten Willen, ich hab's versucht. Das geht nicht zu fixen. Euer Skript macht Müll. Connect jetzt einfach. Na, ist gut. Ich denke mal, ich werde gleich noch ein bisschen sammeln, dann werde ich noch ein bisschen rumtelefonieren, ob ich vielleicht eine Werkstatt finde, die Interesse hat, mich einzustellen. Jo. Das ist so der Plan für die nächsten paar Minuten. Schauen wir mal. Hat es leider keinen Erfolg. Nee, dann ist auch mein Plan, ein bisschen früh aufzuhören mit dem Streamen und dann werde ich mich mal dran setzen und versuchen, irgendwie ein paar Playlisten zusammen zu joinen, dass die ganzen Müllsongs hier nicht dazwischen sind und ich immer manuell skippen muss und so. Das hat wirklich bloß halbwegs okayisch. Songs drauf sind auf der Songlist.
Ob ich das heute verkaufe, die Kakaobohnen, oder morgen oder übermorgen, ist dann eigentlich auch egal. Geht ab. An der Mix. Der Kakao sammeln. Der Freund war nicht da. Also, Etage geschlossen. Sagt, hat er jetzt Gebiet abgesteckt, sagt, eine Ernte reif sein, man muss es da halt suchen. Halt aber nur die abschneiden, die auch älter sind. Das klingt aktuell richtig. Der Server ist halt. Der Server? Okay. Ich hab nichts gesagt. Über den Server spricht, ich hab nichts gesagt. Ich wollte ihn gerade loben. Düdü. Kram es erstmal wieder ein und dann gucken wir mal bei einer Werkstatt oder wo jemand da ist. Krams, den ich nicht brauche, erstmal ausladen. Ich glaube Skorpione, die kann ich auch nicht brauchen.
So. Partner gesucht. Gasse. Pistole so. Service morgen. Hallo? Pannenservice morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag, Charlie Force, mein Name. Ich habe jetzt nicht direkt eine Panne. Ich wollte mal fragen, ich bin eigentlich ein Mechaniker und suche ein bisschen Arbeit und wollte mal fragen, vielleicht, ob da Bedarf bei Ihnen herrscht. Aktuell kann ich Ihnen da leider noch nicht viel anbieten. Ich versuche gerade mit ein paar meiner Kollegen Stammkapital aufzubauen, um das in einen Abschleppwagen zu investieren und später dann in eine Autowerkstatt. Mhm. Okay. Allerdings. Ich könnte später dann nochmal nachfragen. Ja, sicher, das ist erstmal eine Hürde, Kapital aufbringen und sowas. Ne? Und ich wollte jetzt auch nicht alleine eine Firma aufmachen, lieber dann irgendwo Angestellter sein, weil, ja, sage ich mal so. So viel Geld hätte ich jetzt auch nicht über. Sagen Sie mir nochmal Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, dann notiere ich mir das und wenn wir einen Mechaniker benötigen, würde ich mich bei Ihnen melden. Na klar, das wäre doch toll. Also mein Name ist Charlie. 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 Jawohl. Und dann Nachname ist Force, wie die Kraft. Alles klar. So, und Telefonnummer kann ich Ihnen auch gleich mal sagen. Das ist die 1822. Jawohl. Dann Bindestrich 840. Jawohl. 528. Habe ich, ja. 98. Ich wiederhole nochmal schnell. Ja. Die 1822. Ja. Dann die 840. Ja. 52898. Völlig richtig. Okay. Und Ihre Nummer kann ich mir ja hier aus den Werbung hier links raus speichern. Ne? Genau, machen Sie das ruhig. Sind Sie der Herr Morgen? Genau, das bin ich. Alles klar. Sonst, wenn Sie Kapital investieren wollen, wir sind auch auf der Suche nach Investoren. Ich glaube, so viel habe ich da nicht im Angebot. Ne? Also ich bin vierten Tag hier gerade und da hat man eigentlich noch nicht so viel. Ne? Ja, das verstehe ich. Aber gerne, ja, wenn Sie was haben, einfach melden. Ne? Also ich bin Schlosser und damals in Deutschland hatte ich auch einen Meister gemacht. Also ich kann auch unterwegs viele Sachen diagnostizieren und sowas abschleppen, kenne ich mich aus und so. Aber wie gesagt, wenn Zeit dran ist, ne? Melden sich einfach. Mache ich, alles klar. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, ebenso. Tschüss. Tschüss. Morgen. Danke fürs Loot, Power-Shooter. Zucker-Loot in Power-Zocker. Oh Mann, ich bin schon total aufgeregt. Morgen, Mister. Morgen. Das schreibe ich mir mal eben auf. Boah, scheiße, ne? Echt jetzt? Ja, kann ich nicht aufschreiben. Ich müsste nochmal anrufen. Guck mal, der zeigt mir die Nummer gar nicht an. Kann man das so aufrufen? Nee, leider nicht. Ich müsste jetzt nochmal anrufen, um die Nummer rauszukriegen. Das ist doch scheiße. Ja, muss ich hoch. Pannenservice morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Entschuldigung, ich bin's nochmal. Ich muss leider nochmal anrufen, weil die olle Werbeanzeige, die möchte mir die Nummer nicht nennen. Ganz kleinen Augenblick. 3230132. So, Dankeschön. Jawohl. Schönen Alles Abend. Klar. Tschüss. Danke, ciao. So. Erledigt. Den haben wir.
Der weiß meine Nummer. Motor hin. Also er hat auch eine gute Werbeanzeige, muss ich ehrlich sagen. Reifen platt, Motor hin oder ist der Tank mal wieder leer? Ich helfe Ihnen schnell und zuverlässig. Anruf genügt. Also das ist wirklich eine super, super Werbung, finde ich. Richtig super Werbung. Mitarbeiter gesucht, ich mache fast alles. Dieses Piepsen eben, das habt ihr auch gehört, ne? Wenn niemand weiß, was das ist, das habe ich nämlich auch in Fallout. Weiß nicht, woran das liegt. Dieses komische, was das eben war. Kaute Taschen und Rucksäcke. 50% reduziert, wenn sie vorher 1000 Dollar haben wollten, dann sind 500 Dollar auch nicht günstig. Verkauf. 5 Dollar pro Sock. Schlag mir. Diamanten ankaufen. Okay. Kaufe fertigen Rubin. Suche Arbeit. 2 Mann. Diamanten ankauf Skull and Bones Industries. Wir kaufen Diesel. Okay. 50 Dollar pro Liter. Ja, bestimmt. Das ist so unlauter, 1 Dollar irgendwas pro Liter. Das ist unlauterer Wettbewerb, wenn man so eine Anzeige schaltet hier. Das ist doch Phishing vor Telefonnummern. Kaufpreis, Investoren. Ja, alle suchen Investoren. Rinderfleiß. Hätten sie es wie die Chinesen machen sollen oder Vietnamesen, dann hätte er schreiben sollen, verkaufe Rinderfleisch. Gut. 40% Rendite. Juhu. Ich glaube nicht. Hier ist noch was. Das schreibe ich aber gleich auf. Hat er sein Muten? Okay. Taxi Pannenhilfe. Okay. Wollen wir auch mal aufschreiben. Moment. Los. Santos. Customs. So, und dann haben wir hier keinen Namen. Mal wieder muten. Wäre schon cool, wenn man wüsste, ob überhaupt
Einmal Kontaktaufnahme, Begründung. Einfach mal einen Rundumschlag machen, ne? Arbeit als Mechaniker. Sorry, dass meine Tastatur so laut klappert. So, dann haben wir erstmal alles getan, um irgendwelche bestehenden Da schon wieder. Habt ihr diese Düt gehört gerade eben? Power Shooter, du bist doch da. Hast du das eben gehört? Diese Düt. Weißt du, was das ist? In welchem Programm das vielleicht kommt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Überhitzung ist oder so. Meine Grafikkarte hat hier 65 Grad. Also eine Überhitzung oder ein Warnsignal kann das nicht sein, eigentlich. Habe ich in Fallout 4 auch. Ein Kumpel hat hier auf meinem Rechner gezockt und hat dann so gemeint, ey, das hat dann immer schon so komisch gepiept und dann habe ich ausgemacht, weil ich dachte, nachher ist da was kaputt oder so. So, nee, also ich habe das zum ersten Mal gehört, was das für ein Piepen ist und so. Keine Ahnung. Sagt mir echt nichts. Das eben. Ich glaube auch, dass ich das im Kopfhörer gehört habe eben. Weil so eine Töne macht ja eigentlich nicht der PC-Lautsprecher, ne? Der macht ja eigentlich normalerweise bloß beep, 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 beep und so. Aber diese komische Surren oder Summen oder was das da war. Keine Ahnung. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendeine Warnmeldung ist oder sowas, weil. Ja. Ja, Digga. Du wolltest nicht mitquatschen, Alter. Die sind alle am Rumschreien, das ist voll schlimm. Kopfschmerzen, glaube ich. Da war es eben schon wieder. Ganz kurz. Düt. Sache dat. Das ruft dich gleich zurück. Na gut. Hätte ja sein können, dass du was weißt, ne? Ich meine nicht, dass mich das stören würde. Ich weiß ja, dass das eigentlich nicht eine Überhitzung sein kann, weil der PC ist so eingestellt, wenn der eine gewisse Gradzahl überschreitet, dann schaltet er einfach ab. Da kommt keine Warnmeldung oder irgendwas. So ist der zumindest im BIOS eingestellt. Die Grafikkarte wird zwar Temperatur überwacht, aber wäre mir neu, dass da Alarme gibt und so. Ja, wie's. Und weil das Geräusch ja auch schon in Fallout 4
vorkam, denke ich mal, das hat irgendwas mit dem System vielleicht sogar zu tun. Aber Windows Sound zum Beispiel habe ich alle komplett aus. Also alle. Kein Hochfass-Sound, kein Runterfass-Sound, kein Ding-Ding für User-X, hier das UAC und sowas. Da kommt überall kein Sound. Habe ich alles abgeschaltet. Wäre mir neu, dass das jetzt... So, wir können ja zur Sicherheit nochmal reingucken. Keine Sounds. Also Windows Soundschema ist auf. Keine Sounds. Also direkt von Windows kann es nicht kommen. Wir können hier nochmal gucken, ob hier irgendwo ein. War er schon wieder. Aber das war einfach zu leise, dass man das einfach hören kann. Ne? Schreibe in Datei. Nee. Was ist das hier? Da kann man CLL nehmen. CPU-Temperatur dann noch mit reinnehmen. Hui. Die ist aber hoch. Die ist aber relativ hoch. Vielleicht sollte ich doch mal in Zukunft meinen Lüfter noch mal sauber machen. Da leben bestimmt schon Wollmäuse drin. Ich glaube, bei 80 Grad habe ich ihm eingestellt, soll er ausgehen. Das ist halt ein AMD, ne? Der kann ein bisschen mehr Temperatur ab. Na, 73 Grad ist schon eine Hausnummer. Was, 79? Na, dann misst der Sensor nicht richtig, okay. Ja, bloß wenn mich der Däne anquatscht hier hingeben, dann ist das wieder schlecht. Also für so einen Roleplay-Server ist so ein Test dann eher suboptimal. Ich muss aber trinken. Ich brauche auch wieder Nahrung. Aber ich denke schon, das wird wahrscheinlich an der CPU-Temperatur liegen. Muss ich mal heute nach dem Stream, werde ich mal den GMPC aufschrauben und den Lüfter mal ein bisschen sauber machen. Dass der so warm wird. Der hat doch ja nichts zu tun, die faule Sau. Ist gar nicht. An sich ist das eine gute Idee, Power Shooter. Aber jetzt so mitten im Roleplay-Server, wie gesagt, dann quatscht mich nachher jeder an und dann ist das auch doof. Ich glaube, ich habe genug Kakaobohnen. Wie viele habe ich denn jetzt? 79. Nein, 79 ist Kacke. Da muss ich noch mindestens eine sammeln. Mindestens. Sonst habe ich eine krumme Summe. Das macht sich nicht. Kein Erfolg.
haben das schon mehrere Leute mitgekriegt, dass hier die Kakaoplantage ist. Die verschwindet nach einer Zeit auch wieder. Ist sie leer? Eine Meldung. Oh, ich habe noch einen Sack Kaffeebohnen. Cool. Der ist doch schon wieder so ein Skip-Song würdig. Aber eigentlich dürften da doch keine Windows-Sounds sein. Hier an mein Ober, der ist ja ganz schön warm. Sheet. Sheet. Ich habe jetzt mal hinten an mein Gehäuse gefasst. Der ist wirklich warm. Also haben wir schon mal rausgefunden, das liegt sehr wahrscheinlich an der Temperatur. Holy shit. Bohnen, wie lange sammelt man denn da? Ja, stell dich ruhig vor mir, du störst überhaupt nicht. Yeah, eine krumme Summe. Super. Dann habe ich jetzt wieder eine gerade Summe. Wenn ich im Auto eine krumme Summe habe und in der Tasche eine krumme Summe, dann wird das daraus eine gerade Summe.
So, wo fahren wir jetzt hin? Da vorne sieht aus, als ob es Essen gibt. Wir fahren da einfach mal hin. Alter, ernsthaft? Ernsthaft? Ein Taser und Schlagstock von den Cops, Alter. Mitten auf der Straße. Holy shit. Hier ist auch ein Essenladen, hä? Kriegt man hier überhaupt was zu essen zu kaufen? 74%, ey. Du ja fast schrottert Auto. Null, nada, niente. Okay. Ich muss mir aber noch was zu essen holen. Nahrung ist wichtig. Ja, und Investor. Investor bin ich noch lange nicht. Shit. Ja. Da wart wieder. Hast du gehört? Also wenn es doof läuft, geht gleich mein Game-PC aus und wenn es ganz doof danach noch läuft, crasht mein Stream-PC, weil er kein Eingangssignal mehr hat. Ne? Also falls ich mit mal weg bin, ja, piepst du nochmal. Den mal sauber machen. Das ist dann schon ein eindeutiges Zeichen, dass der halt verschmutzt ist, der Kühler. Eieiei.
Dann könnt ihr ihm jetzt natürlich noch ein bisschen Last wegnehmen. Alter, stellt euch mitten auf die Straße am besten. Das ist immer gefährlich, wenn die Autos hier auf der Straße rumstehen. Wir sagen einfach aber grün, ne? So wie hier. Automaten, wo man Geld holen kann, oder muss ich jetzt mal losfahren? Das wäre echt cool, wenn hier irgendwo ein Automat noch wäre. Bin ich jetzt aber unsicher. Nee, hier ist kein Automat, natürlich nicht. Ach nee, ey. Wo findet man jetzt Geld? Ich und mein Kollege gerade. Ich und mein Kollege, der Esel nennt sich immer zuerst, ne? Rufen wir schnell zur Bank. Müsste doch ein Schalter sein. Und der andere hat irgendwo schon recht, ne? Also man hat schon durch das Essen kaufen, Haufen Kosten. Kommst nicht wirklich auf den grünen Zweig. Außer du machst den auf obdachlos.
74 Dollar. Ich habe gerade 100 geholt. Die musst du erstmal verdienen. Wäre vielleicht gar nicht so eine dumme Idee, wenn ich auch mal hochfahre nach Palito Bay und meine Wohnung abmelde. Das sind 60 Dollar pro Paycheck, die man mehr hat. Wo geht's denn hin? Kommt man hier auch wieder raus? Ja. Okay. Aber wir können noch mal kurz gucken. Jetzt könnte ich sogar Holzbretter verkaufen. Nee, ich denke mal, das Sinnvollste ist auch, ich werde oben meine Wohnung abmelden. Man sich vielleicht immer ein überdachtes Parkhaus suchen, damit man da drin pennen kann oder so. Okay, ja. Weißt doch, dass du zu warm bist. Brauchst du mir nicht immer ansummen. Ich kann aber jetzt auch nichts dran ändern. Psst. PC, du weißt doch, ich bin live. Psst. Psst, psst. Wie er piept. So. Verdammte Axt. Boah, ich denke auch, das hängt damit zusammen, dass, Grafikkarte ordentlich am Heizen ist. Das heißt, insgesamt ist im Rechner ordentlich eine Wärme, ne? Und ich mal gucken, der ist bestimmt schmutzig, der Wieler. Aber erst noch nach Palito Bay hoch. Meine Wohnung. Der 61 Dollar. Stunde, die ich denn bezahlen muss. Die kriege ich gar nicht verdient. Also arbeitet mein Hartz 5 gegen die Wohnung. Bleiben noch 20 Dollar übrig. Davon kann ich noch nicht mal eine Stunde mich ernähren. Von den 20 Dollar. Also rechnerisch ist das Quatsch, sich eine Wohnung zu suchen. Unwirtschaftlich ist vielleicht der bessere Ausdruck. Unwirtschaftlich. Vielleicht hole ich dann einfach nur das Geld vom Konto. Dann kann er ja nicht abbuchen.
Ahnung, wieso machen wir das denn? Alter! Oh, ja. Erstmal weiterfahren. Super. Ein Hardcore-RP-Server wär's dafür schon geflogen. Fehl-RP. Ja. Super, ne? Ja, auf der Autobahn die Vorfahrt genommen. Aber ich merke schon, Dampfwerk hatte schon irgendwo recht. So richtig glücklich, glaube ich, werde ich ja auch nicht. Ich bin das nämlich gewöhnt, wenn man einen Unfall hat, dann hält man an. Das ist grundsätzlich immer so gewesen, auf allen Servern, auf denen ich bisher war. Das ist der erste Server, wo so was hier... Ey, ich stehe nicht im Weg rum, du störst beim Farmen. Vielleicht ist das denn doch nicht so der Richtige. Wenn das RP zum Hindernis wird. Oh, meine schöne Wohnung. Kann ich nur betreten. Ausziehen. Ja, dann ist das so. Kriege ich die aktuelle Miete halt nicht zurück.
Super. Ich hab eine Idee. Ich glaube, ich passe hier zwischen. Ja, jetzt garantiert. So. Hier ist so ein perfekter Ort, um die Nacht zu verbringen. Nicht wahr? Schön wettergeschützt. Kann man noch mal aufs Meer gucken. Kann man hier auch im Müll wühlen? Das wird ja. Nee, kann man leider nicht. Ja, kann man noch mal den Blick übers Meer schweifen lassen. Falls du noch einen Loot machen willst, mach's bitte jetzt. Ich höre gleich auf. Ansonsten. Oh. Ich kann mir jetzt auch keine Kippe anstecken. Ich will aufhören. Verdammte Axt. Oh, ansonsten. Ich muss mir an Gedanken machen hier um meine CPU-Temperatur. Ich drehe auf der Grafikkarte ein bisschen höher die Lüfter. Die Temperatur von der CPU geht ein bisschen runter. Hm. Ja gut, stimmt. Wenn sie mehr rauspustet, ne? Er taktet gar nicht richtig bis Anschlag, ne? Naja. Okay. Den. Wie machen wir das? Handbewegung? Danke für Zuschauen. Danke für Zuschauen. Danke, dass ihr hier wart. Wir sehen uns möglicherweise morgen wieder. Hauen Sie rein, ne? Tschüss.